Angenommen, ehrwürdiger Herr, ein Jude hätte ein Kind, sagen wir ein Mädchen, mit größter Sorgfalt erzogen. Doch nun würde mir hinterbracht, das Mädchen wäre nicht seine Tochter, sie wäre eigentlich ein Christenkind. Ehrwürdiger Herr, was wäre da zu tun? Entsetzlich! Ich glaube, dass die Religionen sehr wohl zu unterscheiden sind, bis hin zu Kleidung und Gebräuchen. Ja, aber gründen sich nicht alle auf Geschichte? Sie und ich, wir haben uns unser Volk nicht ausgesucht. Sind wir unser Volk? Was heißt denn unser Volk? Sind Christ und Jude mehr Christ und Jude als Mensch? Wir vergeben unseren Schuldigern und führen uns nicht in Versuchung. Ist der Fall aber ein Fakt? Hätte er sich sogar in unserer lieben Stadt Jerusalem ereignet, dann, ja dann. Was dann? Dann wäre an dem Juden nach päpstlichem Recht die Strafe zu vollziehen. Der Scheiterhaufen!